Die Straße über den kleinen Hitzlpass verbindet einen Teil des Zentralschweizer Straßennetzes mit dem Zürichsee. Zugleich überqueren wir auch die Grenze von der Zentral- zur Ostschweiz.
Wir sehen jetzt das obere, südöstliche Ende vom Zürichsee. Die Stadt Wädenswil wird erreicht. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Höhe von zwischen 404 bis 1228 Meter über Meer. In allen Dörfern rund um den Zürichsee sind viele schöne alte Häuser zu sehen. Ein großer Anteil von ihnen haben Jalousieläden aus Holz. Unten beim Kreisel zweigen wir links ab und die Rundfahrt um den Zürichsee beginnt. Auffallend sind die gut instand gehaltenen Straßen und deren Sauberkeit. Wer irgendwo am Straßenrand einen Fetzen Papier sieht, kann das als Kommentar mit der Zeitangabe aufschreiben. Rechts, neben der Straße, verläuft die Bahnlinie von Chur und Buchs nach Zürich.
Morgen ist der Bezirkshauptort und zählt ca. 25.000 Einwohner. Von Horgen fährt eine Autofähre quer über den See nach Meilen.
In Oberrieden leben ca. 5.500 Leute. Thalwil ist weiterum bekannt durch seine Lage, denn hier laufen die Bahnlinien aus der Zentralschweiz und Chur und Buchs zusammen. Hier sind ca. 19.000 Menschen zu Hause.
In der Rüschlikon leben ca. 7000 Einwohner. Hier befindet sich das IBM-Forschungslabor, das schon mehrere Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Und auch der Gründer der Migros, Gottlieb Duttweiler, war hier zu Hause. Kilchberg, ca. 8000 Einwohner. Der älteste und größte Industriebetrieb der Gemeinde ist die Schokoladenfabrik Lindt und Sprüngli. Hier werden feinste Milchschokoladen hergestellt. Der Umsatz betrug 2023 5,2 Milliarden Franken. Bemerkenswert ist übrigens das Schokoladenmuseum. 1400 Kilo echte Schokolade fließen in einem 9 Meter hohen Brunnen.
Mit Wollishofen erreichen wir das Gelände der Stadt Zürich im Kreis 2. Hier befindet sich die Werft der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft und links die Straße, einer der 13 Bahnhöfe von Zürich. Links sehen wir den Bahnhof und rechts die Werft. Rechts in den Treibhäusern befindet sich eine große Sukkulentensammlung. Wir erreichen das Versicherungsviertel. Links reihen sich die Geschäftshäuser aneinander. Und rechts stehen wunderbar große Bäume.
Paff, dem General Guisan, gegeben. Links stehen die Hotels für die Schönen und Reichen. Vorbei am Kongresshaus erreichen wir den Bürgliplatz und überqueren die Gäbrücke. Das Schiff ist auch gerade gekommen, die Linde. Was? Das Schiff ist auch gerade angekommen. Da muss man an einem Sonntag nicht wählen haben. Bei den Leuten. Nach der Gäbrücke folgt der 6. Platz. Auf diesem Platz vor dem Opernhaus findet das große Zürcher Frühlingsfest jeweils am 3. Montag im April statt. Direkt neben dem Opernhaus befindet sich die Zentrale der Neuen Zürcher Zeitung an der Falkenstraße 11. Die Neue Zürcher Zeitung erschien erstmals 1780 und ist damit die älteste Zeitung der Schweiz. Von 1894 bis 1969 erschien sie sogar dreimal täglich plus der Auslandausgabe. Wir haben auf der Gäbrücke das nördliche Ende vom Zürichsee umrundet und fahren jetzt dem rechten Seeufer entlang nach Süden. Thank you.
Links befindet sich der Bahnhof Tiefenbrunnen an der Bahnlinie von Zürich nach Rapperswil. Ab 1929 verkehrten hier die ersten Vorortspendlerzüge der Schweiz. Heute ist Sonntag und der Ausflugsverkehr ist im vollen Gange. Beliebt ist die Zürichsee-Rundfahrt unter den Radfahrern. Die ca. 90 km können total flach dem Seeufer entlang abgespult werden. Wir befinden uns jetzt am rechten Zürichseeufer. Von Zürich bis Rapperswil heißt diese Seeseite in der Umgangssprache Goldküste. Nicht unbedingt wegen der Sonneneinstrahlung. Hier wohnen nämlich viele reiche Leute, die ihr Vermögen leicht in Goldbarren aufbewahren können. In Küsnacht zum Beispiel wohnt der Designerin Tina Turner.
wo meine Seite ist jetzt schon. Irgendwo an der Straße. Er ist gegenwärtig wohl der bekannteste Einwohner von Herliberg. Ich helfe ein wenig nach. Er war Besitzer der Rennswerke und Bundesrat. Wichtig, er heißt Christoph Blocher.
von Meilen fährt wieder um die Fähre hinüber nach Horden ans linke Seeufer. Das war eine der Meilen, wo die Gerüste und dort ist die Dampfwalze getroffen. Schneider, oder? Ja. Der bei uns da Tor. Ja, das ist dort auf dem Platz. Das ist ja da. In Jütikon am See leben ca. 7000 Einwohner. Im Jahre 2002 wurde sie stillgelegt. Derzeit wird der Seegrund vor dem Industrieareal saniert.
in Männedorf befindet sich mit der Firma Kuhn das größte schweizerische Orgelbauunternehmen. Mit den Zügen. Dank den häufigen Föhnlagen und den sonnigen Rebbergen gedeiht in Stäfa der bekannte Stäfener Wein. 1952 wurde hier auch das Schweizer Nationalgetränk Rivella, das aus 35% Milchserum besteht, entwickelt.
Pelhof ist ein Ortsteil von Stäfan. Auch Jericho gehört zu Stäfan. Auf dem Gebiet von Stäfan lebt im Jahre 2022 15.100. Kann man mal planen oder eine Feder verbaut. Feldbach gehört zur Gemeinde Umbrechtico, in welcher im Jahre 2021 9000 Menschen lebten. Hier wohnt auch die Opernsängerin Cecilia Bartoli.
Rapperswil haben wir in den Kanton St. Gallen gewechselt. Hier hat der Nationalzirkus Knie sein Winterquartier und den Hauptsitz. Auf der ganzen Welt und auf vielen Hochseeschiffen sind die Sanitärgeräte von Geberit anzutreffen, die in Rapperswil-Jona hergestellt werden. Jetzt beginnt das bekannte Verkehrsgewühl von Rapperswil. Die Staus um diese Stadt finden alle Tage statt. Selber Rapperswil. Ja, dann gehen wir über den Damm nachher. Ja, ja klar. Mit den Kalbrunnen und dort oben wollen wir. Der See ist ja dort oben auch. Das ist der Obersee. Er fährt links am Pfosten vorbei.
rechts der Straße befindet sich die schöne Altstadt mit dem Schloss. Links befindet sich der Bahnhof. Hier hält der bekannte Voralpenexpress auf seiner Fahrt von Luzern nach St. Gallen. Jetzt haben wir das südöstliche Ende vom Zürichsee erreicht und überqueren auf dem Seedamm die Enge zwischen dem Zürichsee und dem Obersee. Jetzt überqueren wir die Grenze zum Kanton Schwyz und sind damit wieder auf Zentralschweizer Boden.
Pfäffikon, gehört zusammen mit 4 weiteren Ortschaften zu Freienbach. Die sehr steuergünstige Region hat unzählige Millionäre oder noch Reichere angezogen. Der Ausländeranteil ohne Schweizer Bürgerrecht beträgt 30,3%. Jetzt befinden wir uns wieder auf der Hauptstraße Richtung Zürich. Die Gesamtfläche der Gemeinde Freienbach umfasst 20 Quadratkilometer. Der Ortsteil ist aber nur 3 Quadratkilometer groß. Geradeaus sehen wir das Restaurant und Hotel Adler. In den 1970er Jahren wurde in der Gaststube das Essen und Trinken auf Rollschuhen serviert. Das weibliche Personal war mit super Miniröcken bekleidet. Der Publikumsaufmarsch war gewaltig.
In Bach leben ca. 2500 Leute. Aus Bach stammt die grosse Bauunternehmung Kibak. Zur Kibak gehören heute 14 Kieswerke, 3 Steinbrüche und 25 Betonwerke sowie 17 Baubetriebe. Rechts ist wieder die Bahnlinie Chur-Zürich zu sehen und mit der Ortstafel von Richterswil befinden wir uns wieder im Kanton Zürich. Rechts, im Haus mit dem flachen und nach rechts abgeschrägten Dach, ist meine Mutter aufgewachsen.
Kantonswil wird wieder erreicht und damit geht die Fahrt um den Zürichsee dem Ende zu. Auch der Kameraakku weist nur noch wenige Minuten Kapazität auf. Bei der blauen Hauswand überquert die Bahnlinie der Südostbahn von Einsiedl die Straße und führt in den Bahnhof Wädenswil. Nach dem Kreisel geht die Rundfahrt zu Ende.